So, ahoi meine Lieben, Sidcast hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge XCOM 2. So, in der letzten Folge haben wir hier ein bisschen was zum Aufbauen und Entfernen gemacht. Fortschrittliches Kriegszentrum, Alien-Trümmer werden entfernt. So, und wir können in der Zwischenzeit wieder hier zur Karte gehen und gucken, Commander, was... Commander, wir haben den Ort ermittelt, von dem aus Big Sky abgehoben ist. Keine erkennbaren Lebenszeichen. Moment, ich hab da vielleicht was. Ein schwaches Signal über einen offenen Kanal. Dieses Gebiet. Eine besondere Gefahr da. Sollte auf jeden Fall. Ist das Walen? Wir haben nichts mehr von ihr gehört, seit das Hauptquartier zerstört wurde. Commander, wenn die Chance besteht, dass Sie oder Big Sky noch am Leben sind, müssen wir dort runter. Ja, aber nicht jetzt. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier alle. Wir waren Vorratslieferung. Wir müssen erstmal unsere Vorratslieferung hier einsammeln. Das ist erstmal Punkt 1. Darf ich jetzt hier weiter scannen? Ja. Wir haben an dieser Position alle Ressourcen eingesammelt. Der Widerstand sollte uns ein paar Wochen weitere... So, jetzt nicht zu... Zur Unterstützung Ihrer Bemühungen stehen Ihnen zusätzliche Ressourcen und zusätzliches Personal im Widerstandshauptquartier zur Verfügung. Da gucken wir doch erstmal hin. Also fliegen wir doch diesmal zum Hauptquartier, weil ansonsten, wenn du sagst zurückkehren, fliegt ihr immer dahin und da ist ja nicht immer irgendwas los. Willkommen, Commander. So, was können wir denn jetzt hier machen? Wir können einen Scan-Bonus, medizinische Unterstützung. Während die Avenger hier positioniert sind, stellt das Widerstands-HQ zusätzlich medizinisches Personal zur Verfügung, damit sich unsere Soldaten schneller erholen. Mhm. Scan-Bonus Schnellbau. Ach so, wenn wir hier warten, passiert irgendwas. So, was haben wir hier? 175 Vorräte, das wäre fast unser ganzes Geld, was wir haben. Ah. Vor allem den Ingenieur würde ich gerne haben, aber 170 ist echt zu teuer. Nee, Leute, das können wir uns nicht leisten. So, was haben wir hier? Wir sollen hier in der Story weitermachen. Wir können hier noch ein Commander, wir empfangen eine Übertragung. Oh. Sie scheint vom Widerstand zu stammen. Ich stelle sie jetzt in ihr Quartier durch. Ja, können wir mal 5 Minuten Ruhe haben. Mal 5 Minuten Ruhe. Meine Güte. Hallo, Commander. Ja, hallo. Ihre jüngsten Aktivitäten sind Edwin nicht entgangen. Unsere ungebetenen Gäste sind in Bewegung. Edwin verwendet einiges an Ressourcen und Personal auf geheime Produktions- und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Die genauen Details dieser Operationen sind streng geheim. Aber sie alle haben eins gemeinsam. Ein Wort taucht in all ihren Dateien auf. Avatar. Mhm. Ich glaube, dass die von uns entdeckte Geheimeinrichtung nur ein Teil dieses Avatar-Projektes ist. Nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist es in Wahrheit um einiges größer. Dieses Projekt wird von der obersten Riege von Advent gesteuert. Von einer Quelle, die ich noch nicht bestimmen konnte. Alle Versuche, ihre Identität zu ermitteln, sind gescheitert. Es wird Zeit für eine direktere Herangehensweise. Auch wenn wir die genaue Natur dieses Avatar-Projektes nicht kennen, können wir es trotzdem stören. Wir müssen diese Geheimeinrichtungen mit Hilfe lokaler Widerstandszellen ausrotten. Stören Sie die Aktivitäten des Feindes und decken Sie die Wahrheit auf. Finden Sie die Quelle des Avatar-Projekts und vernichten Sie sie. Sollte der Feind mit seinen Bemühungen erfolgreich sein, wäre das sicher unser aller Ende. Ich vertraue darauf, dass Sie alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um diese Bedrohung zu eliminieren, Commander. Ja, genau das werde ich tun. Wir verfolgen hier den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt. Wenn Sie beenden, was Sie angefangen haben, wäre das wohl unser aller Ende.
Gut, ja, wir haben es gehört. Okay, die Story zwingt uns jetzt hier weiter. Jetzt ist das Avatar-Projekt. Und das hat jetzt hier diesen Fortschritt. Und wir können mit gewissen Missionen manchmal den Fortschritt auch wieder ein bisschen bremsen. Aber wenn wir nichts tun, wird das Avatar-Projekt Schritt für Schritt weiter fortgeführt werden. Triangulierte Position, verschlüsseltes Testsignal. 3 Tage. Advent-Geheimeinrichtung. Na dann los, dann gucken wir uns den Scheiß jetzt an hier. Wir kriegen Vorräte, dann hätten wir sicherlich genug Geld, uns da den Ingenieur zu kaufen, ne? Also los. Setze Kurs auf Westasien. So, leider ist unsere Guerilla-Taktik-Kampfschule noch nicht fertig. Wir können also noch nicht mehr Leute mitnehmen als diese 4. So, warte mal, wir entfernen erstmal alle wieder. Dann gehen wir halt nicht herstellen. Gedankenschild, Medikit, Rauchgranate. Nanoschuppenweste, die ist jetzt nicht so doll. Wir geben erstmal alles frei. So, wir nehmen mit einen Sniper, nehmen wir mit, wie immer. Verwundet. Scharfschütze. Und die Dolly ist auch gerade erschüttert. Das ist nicht gut. Dann nehmen wir hier Zoe mit. So, dann nehmen wir mit einmal ein Spezialist. Ah, wir müssen hier auch unbedingt befördern, ne? Ja, dann nehmen wir Sophie erstmal mit. Und Sophie kriegt bitte das Medikit. So, dann nehmen wir mit einmal schwere Waffe. Grenadier. Wir nehmen erstmal jetzt hier die Besten mit. Wir müssen einmal befördern. So, und dann haben wir noch einen Ranger. Oder eben noch nicht. So, da haben wir Maurer oder Matteo. Dann nehmen wir Maurer. So, und viel was anderes als so können wir uns noch nicht ausrüsten. Also los, auf geht's. Diese 4 werden jetzt eine Alien-Geheimeinrichtung infiltrieren. Ranger eingesetzt. Jawohl. Man ist bereit für Einsatz. Na dann los. Operation Blutender Riss. Unsere Widerstandskontakte vor Ort haben uns gezeigt, wie wir in die Advent-Geheimeinrichtung kommen. Die Aliens haben alles dafür getan, den Ort geheim zu halten. Wir wissen nicht, was wir dort finden werden. Halten Sie die Augen offen und rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Jawohl, Sir. So. Oh. Ach, erschüttert. Erschüttert heißt, alles klar. Das erholt sich nicht von allein. Da muss ich ihn mitnehmen. Ja, aber bevor wir erschütterte Soldaten mit in Einsatz nehmen, sollten wir wirklich ein bisschen größeren Trupp haben. 1-5, die Geheimeinrichtung ist in ihrer unmittelbaren Nähe. Infiltrieren und untersuchen Sie das Gebiet. Rechnen Jawohl. Sie mit schwerem Widerstand und neutralisieren Sie alle Feinde. Und da geht's dann raus. Naja, das ist ja nicht so weit. Unsere Position ist maskiert. Das ist für den Anfang schon mal nicht schlecht. Dann lauf mal bitte erstmal zur Zielposition. Ein vor. Wir müssen erstmal so ein bisschen die Lage sondieren. So. Du kommst auch Position mal ein weiter. Bestätigt. Grace. So, dann haben wir Maurer. Sind wir bloß mit Medis unterwegs, oder was? Du hast nur so eine beschissene Reichweite. Achso, weil du noch... Nee, was ist dein Rang? Ziehen wir jetzt nicht. Und Crowd.
Kraut kann auch noch nicht so weit vorwärts. Begebe so. Mich zu dieser Position. Ja, ist in Ordnung. So, gucken wir mal. Irgendwas zum Hacken haben wir hier noch nicht gesehen. Feinde haben wir auch noch nicht gesehen. Und rot markierte Felder auch noch nicht. So. Die Frage ist, rücken wir jetzt einfach hier den Weg weiter vor? Eigentlich könnten wir das machen. Okay. Begebe mich zum Ziel. Und los geht's. Okay. So, jetzt sind die Aliens dran. So, und jetzt müssen wir wieder gucken hier, dass wir hier eine gute Position finden, aber wir können noch nichts sehen. Noch ist alles ruhig. Es sind noch keine roten Felder, über die wir nicht laufen dürfen. Dann gehen wir bitte hier hin erstmal. Näher mich der Zielposition. Feindliche Einheiten entdeckt. Aha, so, da haben wir sie. So, da können wir nächste Runde angreifen. Dazu müssen wir uns jetzt einmal in gute Position bringen. Wenn ich dich da hinstelle. Wir hier eigentlich später. Ich müsste den Sniper nachher eigentlich hier oben hinbringen. Das wäre gut. Macht das Sinn, wenn ich dich noch ein vorrücke? Dorthin. Dorthin ist ziemlich gefährlich. Wenn die hier ein bisschen rumgehen und die mich sehen, dann würde ich sagen, bleibst du bitte. Rücke zur Zielposition vor. Genau, dort. So, du hast eine Kanone. Schwer. Die stelle ich mal auch dahin. So, Maurer. Hier hätte ich den Sniper gebraucht. Dann hätte ich, wäre nachher der Weg hier nach hier oben nicht so weit. Gut, so, du kommst mal da. Zack. So, und so viel Kraut, du kommst. Ja, wo lasse ich dich? Hier hinter wäre eine gute Position eigentlich. Also es kommen Herausforderungen. Feindliche Ziele in Sicht. Noch mehr. Oh, scheiße. Jetzt haben wir mehr aufgedeckt, als mir lieb war. So, die gehen hier so ein bisschen spazieren. So, und ab jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger umgehen. 89%. Und du haust 4 bis 6. Du kannst ihn also mit einem Schuss fertig machen. Na dann los, auf geht's. Jawohl. Das hat funktioniert. So, dadurch. Jetzt sind wir aber aufgedeckt. Sie kennen unsere Position. Jawohl. Eigentlich kennen sie jetzt bloß die Position von der einen, die geschossen hat, aber gut. So, was haben wir jetzt hier? Hier, du stehst da dicht dabei. 54%. Ist aber bloß noch der eine. Und die anderen kommen dann von hier drüben ungefähr. Das heißt, wenn ich mit dir schon mal nach hier in Deckung gehe. Die könnten natürlich von da durchkommen. Nee, pass auf, du gehst mal bitte hier hin. Und los geht's! Damit müsstest du den eigentlich flankiert haben, jawohl. Und dann kannst du den mal bekämpfen. Ja. Sehr gut. So, du kommst bitte mal. Du kommst mal bitte da. Rücke zur Zielposition vor. Und passt auf. Advent hat sein Zugnetzwerk auf jedes Stadtzentrum ausgeweitet. Das hier scheint das Ende zu sein. Zumindest in diesem Gebiet. Okay, warte noch. Achso, Kraut steht ja da vorne schon. Gut, okay. So, dann geht ihr bitte auf Feuerschutz.
falls Gegner kommen, dass ihr euch wehren könnt. So, Zoe, mein Sniper, dich muss ich jetzt hier hochbringen. Du musst mal hier rüberkommen. Komm mal bitte hier rübergelaufen. Dich brauche ich da oben. So, du wartest. Du kannst dann die Zeit nutzen, einmal nachladen. Weil wir gehen erst weiter, wenn der Sniper in Position ist. Gebe Feuerschutz, Feuerschutz! Verdammt, die kommt zu früh. Schießt du denn da durch und triffst sogar? Der ist erledigt. Wow. Ja, den Klon müssen wir wegkriegen. Das ist viel wichtiger. Nein. Was zaubert der jetzt wieder für einen Scheiß? Siehst du den? Natürlich nicht. Ah, fuck. Du siehst den. Hast aber nur 29%. Du siehst ihn nicht. Und Kraut, du siehst ihn auch nicht. Du könntest aber bis hier vorne vorrücken. Gut, die kommen ein bisschen schneller, als mir lieb war. Aber komm, du gehst mal dahin. Ach, scheiße. Ah, ich hab vergessen, die hat ja gar keine Granate. Verdammt. Das war jetzt ziemlich blöd, war das sogar. So, Zoe, du musst mal jetzt hier oben hin. Position bestätigt. Moment, sind das... Leichen. Die Behälter, die Züge, die ganze Einrichtung. Die Aliens entführen immer noch Leute. Sie haben nach der Invasion wohl nie damit aufgehört. Diese Behälter scheinen unabhängige Energiezellen zu besitzen. Das könnte eine Art Stasis-System sein. Vielleicht leben einige dieser Menschen noch. Okay. So, hier haben wir aber schwere Waffen. Pass mal auf, wenn du hier vorrückst, kannst du den jetzt mal hier mit einer Granate mal richtig schön einheizen. Hier, komm, mach Feuer da. Jawohl. Leider kriegen wir damit seine Deckung nicht kaputt. So, du kannst im Moment nicht wirklich viel machen. Was mache ich mit dir? Du bist mir im Moment so gar nicht wirklich weiter. Ich kann dich hier ranstellen, aber das ist scheiße. Da hast du gar keine Deckung. Dann gehst du bitte dahin. Was habe ich jetzt freigedeckt? So, 56%. Los, komm, wir versuchen es. Ah, ja! Boah, schön. Neutralisiert. So. Jawohl, das war gut. Das war wichtig, ihn zu kriegen. Beförderung verdient, das war auch gut. So, dann gehst du jetzt erstmal Feuerschutz alle. Oh, da kommt er. Habe Blickkontakt zu einer Admin-Stellung. Sehen die mich da oben auch? Ich habe aus der Richtung gar keine Deckung. Das ist nicht gut. Werde flankiert. Ja, genau das meine ich. Aber du kannst natürlich jetzt schön 84, 100%. Ja, los. Komm. Sehr schön. 100% Trefferwahrscheinlichkeit müssen wir nutzen. Weg den Typen. Gut, hast du gut gemacht. Und auch Beförderung verdient. Gut. So, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass unser Sniper überlebt. So, was haben wir denn? Wir haben den hier und wir haben den hier. Und wir können mit ihr jetzt hier, mit Grace. Grace hat schwere Waffen. Grace könnte bis hier vorrücken, hat da noch eine halbe Deckung. Dann rück bitte erstmal vor. Und jetzt schauen wir mal, was können wir mit dir machen. Du siehst den aber nur mit zu 33%. Du könntest den aber mit der schweren Granate kaputt machen.
Leider stehen die zu weit auseinander. Warte mal. Aber das überlegen wir uns noch. Was kannst du? Du könntest ihn sogar mit einem Schwerthieb angreifen. Dann wäre der auch erledigt. Die Frage ist bloß, was machen wir mit dir dann ihm gegenüber da? Und hier hinten, Kraut steht jetzt natürlich ganz hinten. Das ist überhaupt nicht gut. Gremlin Heilung, wir können Hilfsprotokoll geben. Dann kriegst du Bonus auf Verteidigung. Wenn ich mit dir vorrücke, also mit dem anderen Spieler da. So, du siehst jetzt auch beide, hast 52% auf den, 32% auf den. Es wäre natürlich cool, wenn jetzt einer von euch den hier wegnehmen könnte. Dann könnten wir mit der schweren Waffe hier nochmal drauf und der andere könnte da nochmal versuchen, einen Treffer zu landen. Das heißt, wir müssen zuerst den links hier, den müssen wir wegkriegen. Du hast 67% Trefferwahrscheinlichkeit. Du hast 52. Und du siehst eh bloß den. So, das heißt hier, du... Warte mal, Moment, den kann ich doch mit der Handgranate. Kann ich die mit der Handgranate wegsteuern? Ja. Die macht ja mindestens 3 Schaden. Dann Granate! Los. So. Das war er hier. So, dann machen wir jetzt mal hier richtig schön Schaden. Und zwar so, dass wir ihn mit drin haben, aber auch hier möglichst viel von der Deckung kaputt machen. Werfe Granate! So, das war so schlecht doch schon mal nicht. Damit steht er jetzt ziemlich nackig da. So, und jetzt hast du immerhin 52% Wahrscheinlichkeit. Dann los, Kraut. Und hast ihn noch erwischt. Sehr schön. Feind ausgeschaltet. Ich muss bald nachladen. Ja, ja, das ist in Ordnung. Wir haben da gerade irgendwas tapsen hören. So, und wir müssen hier das Zeug einsammeln. Da müssen wir rein. Ich denke mal, die draußen Leute haben wir jetzt erledigt, oder? Rück mal vor. Rücke zu Zielkoordinaten vor! Jawohl. Okay, alles ruhig. Dann... Wo lasse ich dich jetzt? Ich will nicht sprinten gleich. Geh mal erstmal hier hin. Begebe mich zu dieser Position. Oh, shit. Halten Sie sich von den Geschützen fern. Wir wissen immer noch nicht, ob sie vollautomatisiert sind oder aus der Ferne ausgelöst werden. Okay. Der wurde uns gerade angezeigt, aber du siehst ihn nicht. So, Kraut, du kommst mal hinterher. Sieht denn den jetzt irgendwer? Nein. Ja gut, jetzt vorrücken und dann womöglich in die Reichweite des Geschütz gehen, das ist keine gute Idee. Das machen wir nächste Runde. Das heißt, du bleibst da. Du nutzt dann die Gelegenheit und lädst mal gleich mal nach. Bereit für den Angriff. Und alle anderen gehen auf Feuerschutz. Bin dabei. Scheiße, wir hätten unseren Sniper auch nochmal nachladen sollen. Verdammt, das habe ich jetzt wieder versäumt. So, los, du gehst mal Roger. Vor und sammelst das Zeug ein. Ein Illyrium-Kern, oh ja. Ich hab die Ware. So, und jetzt haben wir hier das Geschütz. So, Sniper. Du hast doch Truppsicht, du kannst da jetzt draufknallen. Komm los. Schön einen draufrotzen. So, und das ist das Geile an den Snipern. Die müssen den Gegner gar nicht selber sehen. Erledigt. Dank Truppsicht, wenn irgendwer den sieht, können die draufschießen. Das heißt, das ist nachher, die können wirklich quer über die Map schießen. Hauptsache, es ist eine Schussbahn frei.
unabhängig davon, ob die selber den Gegner sehen. So, ist das Geschütz noch da? Nein. Ist hier noch ein Geschütz? Das hier? Klar ist da noch ein Geschütz. Aber wir haben jetzt keinen Sniper mehr. Dann warten wir eine Runde. Feuerschutz, gebe Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Dann, du musst nachladen. Jawohl. Waffe geladen. So, dann warten wir nochmal eine Runde. Scanne Gebiet. Biete Feuerschutz. Bin dabei. Scanne Gebiet. So, und jetzt müssen wir da vorne vorrücken, das andere Geschütz aufdecken. Vielleicht gehst du mal darüber. Okay. Du siehst das nicht. Aber hier oben ist doch, das ist doch ein Geschütz hier, oder nicht? Muss ich jetzt da hochgehen, oder was? Wo geht denn das hier überhaupt rein in das Haus? Hier oder hier? Oh, das ist gefährlich. Verstanden, bin unterwegs. Okay, wir sind an der Tür dran. Du wartest noch. Dann rücken wir jetzt zur Tür vor. Da. Jawohl. Kraut. Gut, du musst dann erstmal bis zur Leiter. Und dann holen wir jetzt Zoe auch hinterher. Und da bis dahin alles frei ist, bitte auf dem schnellsten Wege. Bin unterwegs! Hauptsache, da kommt jetzt kein Alien raus. Ich glaube, ich habe was gehört. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich weiß, was da wartet. Schon dabei! So, du kommst mal hinterher. Und... Bin dabei. Feuerschutz. Biete Feuerschutz. Was war das? Na, was denn? So, jetzt ist die große Frage. Wie öffnen wir jetzt die Tür? Oh je, Mini. Los, komm. Ja, los, mach die Tür auf. Ich sehe Edwin-Truppen. Ah, mit so einem scheiß Roboter-Typen da wieder. Das ist nicht gut. So, aber wir können alle jetzt noch schießen. 58% und leider... So, was hast du? Du könntest mit einem Schwerthieb rangehen. Hast 94% sogar auf den. Kraut. Ja, dich würde ich dann hinterherziehen. Du hast doch eine Granate. So, ich müsste es... Stehen die so dicht zusammen, dass ich mit einer Granate beide erwische? Achso, kann ich so nicht ausprobieren. Oh, shit. Dann los. Verstanden. Rücke ab. Du gehst da mal rein. Was haben wir jetzt gefunden? So viele Opfer. Mit ungeheuer brutaler Effizienz verarbeitet. Vielleicht als Kesselsubjekte für eine Art von Waffe. Sieht eher nach einer Raffinerie aus, Doktor. Sobald wir diese Probe haben, werden wir es wissen. Okay. Fiole aus der Einrichtung stehlen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Du kannst hier nochmal schön Wambule machen. Und wir kriegen beide rein. Du kannst beide schädigen. Und die Deckung wegnehmen von dem einen. Obwohl, die brauchen wir, glaube ich, nicht. Weil mit 3 Schaden zerfällt der schon. So, und bei dem euren Roboter haben wir auch ein bisschen die Rüstung hier zerschreddert. So, was hast denn du hier eigentlich? Das war... Was ist denn das? Zerfetzen. Achso, deine Angriffe zerfetzen Rüstungen. Du siehst den nicht? Der steht hier... Soll ich verarschen, oder was? So, 94% oder mit Schwert? Aber mit Schwert müssten wir vorrücken und dann decken wir wieder irgendwas auf. 94% muss reichen. Jawohl, hast du gut gemacht. Abschuss! So. Grace, du kommst da mal hier noch mit rein. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Ja. Und Kraut, was mache ich mit dir? Du holst bitte dahin nach. Wechsle Position. So. Biete Feuerschutz. Nee, es geht nichts. Ah, ich glaube, das war's.
die Alien-Runde ging jetzt wahnsinnig schnell. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Also können wir jetzt hier geradeaus weiter vorrücken. Begebe mich zur Zielposition. Ja. Alles ruhig. Du kommst dahin. Bestätigt. Ja, da wollen wir hin, das ist schon klar. Minus 1-5, Sie haben den Doktor gehört. Den Kanister sichern. Ja. Ich tue, was ich kann. Kommst du mal dahin? So, und Kraut müssen wir noch hinterher holen. Wo bringe ich dich hin? Nach vorne ist nicht gut. Position bestätigt. Gut, Schwein gehabt. Bestätigt. Bin dabei. Warum läuft? So, dann los, weiter geht's. Warte mal, Kraut, du schießt ja jetzt gerade ganz vorne, dann rückst du mal bitte auch vor. Ziehe los. Du wirst flankiert. Nee, doch nicht. Kontakt zu einer Endstellung. Sag ich doch, da sind noch welche. Verdammt. So. Und jetzt stehst du hier natürlich richtig beschissen da. So, was mache ich mit dir, Sniperino? Ist keine Sichtlinie frei. So, du kannst 30% feuern auf den da. Du kannst 27% feuern auf den da. Schwerthieb? Auf wen könntest du denn Schwerthieben? Auf ihn hier. Damit würdest du den rausnehmen, aber das hilft mir nicht viel weiter. Kraut, das ist scheiße. Ich hab dich da beschissen hingestellt. Oh. Aber wenn der hier rumrennt, kann er dich genauso flankieren. Das ist echt scheiße. Aber da stehst du noch viel mehr beschissen, aber da können beide auf dich schießen. So, kann ich jetzt dich bitte mal... Du musst da weg. Rücke aus. Ja. Hilft nichts. So. 30% ist echt mager. 27% ist mager. Und du siehst gar keinen. Dann würde ich dich mal hier vorholen. Kannst du noch mit der Pistole? 35%. Der andere 32%. Ah, das ist echt nichts, ey. Aber erwischt. Ach, los, komm. Hilft ja nichts. Komm, wir müssen Gas geben. Ich befürchte, in der Einfachschwierigkeitsstufe sind die 30% in echt irgendwie 70%. Kann das sein? Also wenn der jetzt auch noch trifft. Okay, dann ist es in Ordnung. Haben wir doch nicht alles getroffen. Überprüfe Visier.